Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Live in the Moods mit mir, dem Kirsch. So, wir haben ja schon ein bisschen Sachen gesammelt für. Ihr wisst schon. Für Tinkers Construct. So, wir brauchen aber noch viel Sand. Und wir haben keine Wüste hier in der Nähe. Oder? Ja, sieht mau aus. Okay. Ja, abgenickt von dir. Dann müssen wir halt doch hier drüben Sand weiter farmen. Aber das tat ein wenig weh. Nur ein wenig. Ja gut, die können wir noch mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Vor allen Dingen für Tinkers Construct oder Bücher. Vielleicht spawnt auch wieder so ein Golem hier. Wer weiß, wer weiß. Nein, ich frage jetzt nicht den Gravel ab. Ich brauche Sand. Tonnenweise Sand. Am besten auch wieder so zwei Stacks. Gut. Kleinvieh macht ja auch Mist. Also muss ich jedes mitnehmen. Blub, blub, blub. Ah. Gut. Die Raben, die Raben. Stimmt ja, ich will ja immer dran vorbeilaufen. Man kann da jetzt durchlaufen. Mann, 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 merke mir das nochmal. Ich muss mir das merken. Obwohl, hier gibt es so vieles Neues noch zu lernen. Also hier ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ach, hier sind die Büsche. Wir brauchen noch 12. So. Da haben wir definitiv alles. Komm. Oh, blub, blub. Clay müssen wir sowieso noch später suchen, wenn wir uns zum Beispiel dann den Coke oben machen. Man müsste schon richtig schreiben. Die Coke Bricks. Da brauchen wir Clay und noch Sandstein. Okay, wir müssen eindeutig dann weit runtergraben. Sodass wir uns hier Sand herstellen können mit dem Grinder. Mit den Essenzen könnte man es machen. Mit dem Crusher, mit der Dungeon Chest und mit dem Grinding. Gehen wir sogar aus Cobblestone. Cool. Sehr, sehr gut. Wir brauchen jetzt die Sea Bricks. Und das heißt, wir brauchen jetzt etwas Grout. Hier eingeschlagen zwei Stacks. Wir brauchen aber noch einen Ofen. Minimum einen. Wir können ja drei machen und machen halt dann erstmal ein bisschen Holzkohle, damit wir uns die schneller durchbrennen können. So, die brauchen wir dann. Nö, jetzt machen wir anders. Nicht so viel Kohle verschwenden.
Ich weiß nämlich nicht, ob die, sag schon, die Holzkohle auch im Grinding funktioniert. Das kann ich noch nicht sagen. Der Fisch kann weg. Die Erde kann mal weg. Ich könnte eigentlich noch ein Pot Drawer machen. Wie zum Beispiel für Cobblestone. Das muss man nicht andere Kisten hier zumüllen. Dann machen wir halt mal einen Vierer, was weiß ich, für Play. Weil die ging ja, glaube ich, so. Obwohl es hier auch noch die Colossal Chest gibt. Da haben wir gleich mal vier gemacht. Sind zwar pink, aber nützt nichts. Am Anfang muss man halt damit klarkommen. So. Ich war so schlau. So, können wir erstmal die hier durch, damit wir dann halt wenigstens 8 haben. So, na, jetzt habe ich schon Chili, Seeds, Tomaten. Das ist rustikal. Jetzt gucken wir mal ganz in Ruhe. Was sagt die Zeit? 6 Minuten. Wir gucken mal ganz in Ruhe. At Rusty. Iron Chain, Candle, Beehive, kann man nicht das Köpti, könnte man craften, eine Apiary, Slate, Clay Wall, Stühle, cool, sehr schön, Gargoyle, yay, wir können uns ein riesen Schloss bauen, Algematic Condenser. Guten Stark Rope. Kann sein, dass die an so einer Liane hochwachsen müssen. Aber hier der Eimer nach wäre gut, aber da brauchen wir Oliven. Mann, Mann, Mann. Mann, oh Mann. Wir sehen durch. Sehr schön, jetzt brennt mal die. Durch, da kann man nämlich immer ein bisschen aufteilen schon. So, und die anderen 32 kommen dann da rein, wenn die Kohle durch ist. Nein, Display wollte ich eigentlich in diese Drawer hier rein tun, dann gleich noch ein bisschen Gravel. Den übrigen Sand. Gut, habe ich auch kein Eukalyptusholz mal drin, dann machen wir es halt so. Gut, haben wir hier noch was zum Sortieren drin. Nichts, was wir jetzt benötigen. Habe ich den Cotton angepflanzt, wenn wir Cottonsamen hatten? Natürlich nicht. Warum auch immer ich den nicht angepflanzt habe. Okay, das war irgendwie hängen geblieben. Gut, erstes Problem haben wir jetzt erstmal nicht so sehr. Gut, haben wir noch ein bisschen Korn, können wir das benutzen? Used. Korn Seeds, das wissen wir ja. Roasted Corn, das gibt 3 Keulen. Ethanol für Immersive Engineering. Okay, cool. Lassen wir trotzdem erstmal da drin. Genau, wir müssen uns ja eh weiter runtergraben.
können uns hier einen Builderswand bauen, also den von Better Builderswand, kennen wir ja schon. Compressed Cobblestone, wofür brauchen wir das used? Also bloß zum Platz sparen, gucken wir mal weiter. Used, haben wir noch ein bisschen Zeit. Kennen wir. Okay, so kriegen wir Moss down. Hebel, kennen wir. Stone Hammer, used. Boah, es wird schon langsam zu dunkel. Schnell schlafen. Da es allerdings auch kein Chisel mehr drauf gibt, müssen wir uns ein bisschen mit den Baumaterialien beschäftigen, die hier vorhanden sind. Und das heißt, wir müssen uns eigentlich bald mal ein paar Oak-Bäume abhauen gehen. Damit wir einen schönen Holzboden reinziehen können. Erstmal. Ja, ich brauche noch ein paar Spitzhacken. Spitzhacken immer gut. Sub. Na komm. Okay, wir werden ja 1, 2, 3, also 2, dann hier einen Durchgang und dann soll hier ja ein Raum reinkommen. Verwendungszweck noch unbekannt. Keine Ahnung, was wir hier. Vielleicht machen wir hier ein Lager rein. Wir haben ja, glaube ich, hier Fine Stoge mit drin, wenn ich es richtig gesehen habe, als ich mir mal die Modliste durchgeguckt habe. So. Okay, dann kamen wir uns mal weiter runter. Es nützt nichts, wir müssen. Ich kann mich erstmal einseitig runtergraben. Ja gut, dann sollte man wenigstens auch die linke Seite nehmen. Da wo die Fackeln auf jeden Fall hinkommen. Ach komm, wir machen es normal weiter. Ich bin jetzt gerade wieder mal irre. Ich könnte jetzt hier stundenlang Suchten aufnehmen. Ich will aber auch nicht so viel vorproduzieren. Nicht, dass ihr dann hier gute Vorschläge reinbringt und ich dann muss ich wieder alles umbauen. Also mache ich das so, ich nehme jetzt ungefähr vielleicht 6-7 Folgen auf. Ja, da kann noch weg. Das, genau. Und da haben wir schon Kupfer. Jawohl, Kupfer von Embers. Used. Wir haben hier den. Das kennen wir ja. Mit dem Crusher von Immersive Engineering, Arc Furnace oder halt von Ember. Ich kann die nicht mal einen Grinder verwenden. Das war aber das stand glaube ich da für Vanilla. Vanilla Crusher. Oh, also für eigentlich bloß Gold und Eisen. So, ich muss mich aber etwas gerade hinsetzen. Gut, aber wenn wir dann Eisen finden, den haben, dann können wir die wenigstens schon mal verdoppeln. Wir haben schon wieder Clay. Na gut, Clay kann man immer gebrauchen noch. Vielleicht bauen wir uns damit auch noch eine Behausung. Hustust. Mal schauen. Wer weiß, was sich ergibt. Man soll ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Jupp, da hat es mal ganz kurz einen Frame-Einbruch gehabt, aber ist ja egal. Ist ein schönes Modpack. Was haben wir jetzt hier gefunden? Das ist Lead Ore. So, ein bisschen zumachen. Gut.
können ja ein bisschen davon verschwenden, von den Kupfer. Da brennen wir halt dann mal 9 Stück, da haben wir mal 3 Kupferspitzhacken. Ich würde aber trotzdem erstmal noch die Steine verwenden, um runterzukommen. Aber jetzt haben wir erstmal. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Macht aber nichts. Wir können uns ja noch einen Ofen machen. Aha. So. Oh, ich dachte, das kommt jetzt da angelaufen. So. Also 9 Stück. Na, erstmal nur einen. Ja, keine Kohle verschwenden. Also von daher ganz entspannt. So, und jetzt machen wir uns 8. Gut, dass wir noch nicht das ganze Sand verkraftet haben. So, da würde ich am besten hier hinten in der Ecke die Smeltery-Raum reinmachen. Ich werde keine allzu große machen. Ich hätte mir ein bisschen Cobblestone mitnehmen sollen, ein bisschen Erde zum Bauen. Ich bin sowas von bedabbert. Cobblestone. So, erst einmal grob zählen. Machen wir sogar hier noch eins dahinter. Dass wir von einer Seite rankommen mit ranmachen hier Lava. Ich werde da erstmal ein bisschen Oakwood. Oakwood wollte ich ja noch holen. Aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal an der Stelle, weil wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Danke fürs Zuschauen, hat es euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked, ansonsten danke ich. Ist vollkommen euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.